In Athen ist wie in 35 anderen europäischen Städten auch der Europäische Filmmonat angelaufen, organisiert von der Europäischen Filmakademie. Das Trianon, eines der bekanntesten Kunstkinos der Stadt, ist offizieller Veranstalter des Filmmarathons. Nur eines der vielen Mitglieder des Filmtheaternetzwerks Europa Cinemas, die den Monat des europäischen Films mit Sonderprogrammen begleiten. Wir sind sehr darum bemüht, die europäische Filmindustrie zu fördern. Alle Veranstaltungen und Aktionen zielen darauf ab, die Förderung des europäischen Kinos. Wir haben im Rahmen des Europäischen Filmmonats Vorführungen mit Regisseuren organisiert, die hierher eingeladen wurden. With Q&As, events with directors that were invited here in the framework of this month of European Film. Das Athener Kino hat unter anderem den viel gepriesenen Animationsfilm Flea programmiert, der unter anderem dreimal für den Oscar nominiert wurde und den Grand Prix des Animationsfilmfestivals von Annecy gewonnen hat. Amin! Ebenfalls zu sehen ist das französische Abtreibungsdrama L'Evènement, ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen von Venedig 2021. Passend zum Filmmonat legt die globale Streaming-Plattform Mubi einen besonderen Schwerpunkt auf den europäischen Film. Der Monat des europäischen Films findet in den besten europäischen Kinos statt, von Griechenland bis Portugal, von Bosnien bis Schweden. Er endet am 10. Dezember mit der Verleihung des Europäischen Filmpreises in Reykjavik. Bei der Gala werden die besten europäischen Filme ausgezeichnet. Le meilleur du cinéma européen. À Athènes, Frédéric Ponsard pour Euronews.